So, meine Freunde, ich bin wieder zurück zu Cyberpunk 2077 und in dem DLC Phantom Liberty. Und hier geht es hier um den Part for Score in 7. Und ich soll warten, bis sich Reed bei mir meldet und wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz an. Das ist die Mission. Und es geht hier um ein Treffen. Ein ähnliches Treffen haben wir schon einmal gehabt. Und was ich jetzt machen kann, ist einfach mal die Zeit vorspulen. Und das mache ich jetzt. Ich gehe mal davon aus, es ist die üblichen 2 Tage sind. Okay. Das habe ich jetzt hier nicht erwartet. Du bist also lieben aus dem Albtraum gekommen und hast dabei noch ein Souvenir eingesteckt, wobei das eine ziemliche Enttäuschung ist. Oder wohl eher noch ein verficktes Mysterium, das du unbedingt lösen willst und wer weiß, was das, wo das noch hinführt. Sei vorsichtig, wie manche Geheimnisse sollten auch geheim bleiben. Also. Es ist Korrosion. Entschuldigung, aber das wird jetzt meine vordringliche Mission werden. Dann. So. Also, worum geht es? Du wirst zu einem Netrunner gehen, der den Chipsatz entschlüsselt. Ihr kennt euch bereits. Ein Fakt, den wir durchaus für relevant halten. Um ihre Bezahlung sowie ihre Verschwiegenheit haben wir uns bereits gekümmert. Du wirst von ihr ein funktionierendes Gerät erhalten. Ein tödliches Wunder der Technologie. Im Austausch wird dieses Gerät Daten an uns übertragen. Dies wird dein Leben in keinster Weise beeinflussen oder eher deine Versuche am Leben zu bleiben. Na gut, wir haben die Koordinaten ermittelt. Wer bist du? Wir denken, dass du das weißt und wenn nicht, dann solltest du dich auch nicht weiter kümmern. Das ist nur einer von Milliarden Informationsfetzen, die dich davon abhalten, richtig zu handeln. Wichtig ist bloß, was wir dir anbieten. Technologie, auf die sonst niemand Zugriff hat. So, das mache ich jetzt. Jetzt muss ich erst mal gucken, weil ich natürlich mega interessiert. Wenn wir jetzt auf die Map gehen, ist es jetzt eine Haupt- oder eine Nebenmission? Das ist eine Nebenmission. Und wir sind auf dem Weg. Also, beginnt doch ein spannender Tag, oder? Eigentlich hat man nichts Besonderes vor, wollte eigentlich nur ein bisschen Zeit verbringen. Und hey, was passiert da mit einem Mal? Da poppt doch tatsächlich eine Mission auf. Ja, und was machen wir mit der Mission? Na, die zocken wir doch gleich durch. Damit hätte ich jetzt persönlich nicht gerechnet. Und Mr. Hans meldet sich auch gleich. Run this town. Na, die habe ich ja schon. 12.000 wurden dabei sofort in den Tod gerissen und 1.000 weitere verstarben Tage später aufgrund akuter Strahlenkrankheit. Dieser tragische Vorfall, welcher von manchen Leuten direkt Arasakas sträflich imperialistischen Zügen zugeschrieben wird, hat ewige Spuren in der Geschichte der Stadt hinterlassen.
Und jetzt eine wichtige Nachricht für alle Anwohner Watsons. Der Obdachlosenplage im Abwassersystem des Distrikts wird entgegengewirkt. Schon ab morgen beginnt die gezielte Ausräucherung. Aufgrund der Verwendung stark wirksamer Toxine wird den Anwohnern Watsons geraten, Gullis und das Abwassersystem vorerst zu meiden, um möglichen tödlichen Verletzungen vorzubeugen. Und jetzt, war es endlich ein Ende auf der östlichen E9? Die lang erwarteten Ich wollte was abholen. Bestellung 48. Eine Sekunde. 48? Sicher? Das ist eine ganze Zeit. Ja, ja. 48. Und ich dachte, Mönche müssen alle westlichen Deuten aufgeben. Ja, das ist für einen Freund. Okay, wir haben eine Mission vorangenommen. Das wird wahrscheinlich dann die Antwort drauf sein. Mir wurde gesagt, du hilfst mir bei einem Verhaltensschaltkreis. Stimmt. Bezahlt wurde ich auch schon. Darf ich die Komponente mal sehen? Ich gucke mal, was sich damit anfangen lässt. Na, dann warten wir mal. Okay, ich warte. Normalerweise frage ich Kunden nicht, was sie mit der Tech vorhaben, die sie mir bringen. Mache ich auch diesmal nicht. Aber die hier stammt von einem Ort, der lieber unter einer fetten Betonschicht begraben sein sollte. Solche Algorithmen wie in diesem Schaltkreis habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Lass dich damit ja nicht von Netwatch erwischen. Das ist mein Ernst. Okay, ich pass auf. Danke. Okay. Stelle mit der entschlüsselten Komponente ein einzelnes Item her. Ein Erebus oder ein Militech Konto MK6. Okay, das heißt, ich kann jetzt hiermit eine Waffe herstellen. Das heißt, wenn wir jetzt ins Inventar gehen. So, dann habe ich hier Itemherstellung. Dann würde ich an dieser Stelle jetzt sagen, wir machen mal kurz einen Break und ich hole mir nochmal schnell ein paar Komponenten. So, und da geht es schon weiter. Wir können jetzt hier die Erebus herstellen. Und wenn ich jetzt
alles richtig gemacht habe, das hoffe ich zumindest. Habe ich dafür gerade Erfahrungspunkte bekommen und der Auftrag ist abgeschlossen. Also, keine lange Mission, aber eine Mission. So, und damit sind wir wieder durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Have fun, euer Amor.